Ein Hund kann vieles für den Menschen sein. Treuer Begleiter, Spielgefährte und Familienmitglied. Er ist verschmust, verspielt, kann Kunststückchen lernen und mit seinen treuen Augen einfach alles bekommen. Eine richtig strenge Erziehung haben die wenigsten Familienhunde. Das ist bei Maggie, einer braunen Labradorhündin, anders. Ihre Trainerin Aniko hat da ganz strenge Ansichten. Wenn ein Hund schlecht erzogen ist, dass der Mensch sich nicht richtig bemüht hat. Menschen müssen lernen, dass sie mit einem Hund zusammenleben, dass er eine hundische Instinkte hat, der sich paaren möchte oder auf Jagd gehen möchte. Und für Menschenauge eigentlich macht der Hund nur noch Unsinn, aber für den Hund ist es ganz normal. Deswegen muss sich der Mensch schon gut bemühen und den Hund in seine Familie richtig integrieren und auch erziehen. Aniko Ebersberger liebt Hunde und arbeitet in ihrem Traumberuf. Ich war noch ein kleines Mädchen, da habe ich ja die Hunde ja schon gestreichelt auf der Straße und schon immer nach den Tieren und nach den Hunden geguckt. Und ja, der Hund war mein erster Freund eigentlich von 4, 5, 6 Jahren. Aber mit 16 Jahren habe ich meine erste Hündin bekommen, die Lady. Und da hat mein Leben so richtig intensiv mit dem Hund angefangen. Und dann ging ich erstmal in meinem Leben zu einer richtigen Familienhundeschule. Das war noch in Budapest. Und dort habe ich angefangen, intensiv mit meinem kleinen Baby zu trainieren. Und 3 Jahre später ist mir dann gelungen, in Budapest in eine staatliche Blindenführhundschule als Hundetrainerin denn zu arbeiten. In Markgrafenheide führt sie eine Familienhundeschule und Hundepension. Die Hundetrainerin bildet Signalhunde, Behindertenbegleithunde und Blindenführhunde wie Maggie aus. Diese Ausbildung stellt besondere Anforderungen. Jeder Hund, mit dem ich arbeite, ist auch verschieden, ein Individuum für sich. Am Anfang habe ich mit allem so wie ein erstklassiger Schüler. Die wissen noch nicht viel, die sind auch wild und die sind auch ein bisschen zerstreut. Und deswegen muss ich die ganzen Training auch behutsam, aber auch konsequent dabei bleiben. Kehrt voran und schnell, 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 langsam. Ein Blindenführer, seine Aufgabe ist, seinen blinden Besitzer von A nach B unfallfrei zu führen. Diesen Weg erleichtern dadurch, dass er schon alles vorher sehen kann und den blinden Menschen schneller und einfacher und besser zu seinem Ziel führen kann. Und Hopi Ampel, Hopi. Ein Blindenführhund muss besonders hohen Ansprüchen gerecht werden. Das braucht viel Geduld und vor allem Zeit. Die Ausbildung erfolgt so ungefähr ein halbes Jahr bis 3/4 Jahr lang. Am Ende der Ausbildung arbeite ich ja schon fast in der Rostocker Innenstadt. Bis dahin kann der Hund von seinen ursprünglichen Hörzeichenliste, wo 33, 34 Hörzeichen sind, alle schon nutzen. Er ist sehr routiniert im Stadtverkehr, ob das Straßenbahnfahrten, Busfahrten oder Zugfahrten sind, wo sehr viele Hindernisse sind. Und wenn der Hund durch diese Wege mich sehr routiniert führt und ich sehe das, wie er in seiner Arbeit schon richtig zu Hause ist, dann weiß ich, dass er fertig ist. Und voran Weg, voran Weg. So ist er fein, voran. Rechtskante. Also mich motiviert in meiner Arbeit wahrscheinlich, was auch bei einem Lehrerin ist, der mit Kindern arbeitet. Das zu sehen, wenn die neuen Schüler kommen, meine Hundeschüler kommen, wenn ich die kaufe, wenn ich mit denen durch Test gehe, den Gesundheitscheck und den Wesenstest. Und wenn ich dann die Arbeit anfange und dann Tag für Tag, Woche oder Monat zu Monat sehe, wie er sich dann reinsteigert in die Arbeit, wie es immer besser geht. Und die Krönung meiner Arbeit ist ja der Lehrgang mit den Menschen. Das ist sehr anstrengend, aber es ist auch sehr aufregend. Und wenn das fertig ist, wenn der Hund eine neue Familie, einen neuen Blinden gefunden hat und beide sind glücklich, dann bin ich auch sehr zufrieden und sehr glücklich. Und das treibt mich an. Immer von Neuem an anfangen, das zu begleiten und am Ende sehen, dass zwei Lebewesen sich treffen und miteinander glücklich weiterleben. Bevor sie zu neuen Besitzern gehen kann, bleibt Hündin Maggie noch ein halbes Jahr in der Obhut und Ausbildung bei Aniko Ebersberger.